1. Ja, huhu, hier wieder mit Quarion bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und wir spielen heute auf der Seite der Pflanzen, und zwar mit dem Rüstungsschnapper und seiner tollen Chefkochmütze. Der ist halt total langsam. Aber dafür hält er ganz viel aus. Wir machen hier mal ein bisschen Stachelkraut hin. Hier auch. So, ich weiß jetzt natürlich... Boah, der ist extrem langsam. In letzter Zeit ist hier ein bisschen wenig Plants vs. Zombies auf meinem Kanal gelaufen. Das hat ein paar Ursachen. Und zwar, einerseits ziehe ich gerade um. Das heißt, ich habe relativ viel um die Ohren und beim Packen und so. Und deswegen kann ich da nicht so viel machen, wie ich gerne würde. Oh, Arsch, komm hier. Zack. Oh, er macht auch noch richtig fett Schaden. Und andererseits habe ich mir gerade ein anderes Spiel noch gekauft, was ich gerade ziemlich suchte. Und da kommt Plants vs. Zombies ein bisschen, steht ein bisschen hinten an. Aber ich habe es nicht vergessen, Leute. Also wenn man immer ich kann, bringe ich euch eine Folge hier hoch. Und ja, ich gucke irgendwie, oh, da oben würde ich gerne niedermachen, aber leider fürchte ich, ist das nicht möglich. So, komm, verschlucken. Okay. So, da sind wir natürlich prädestiniert für. Und den holen wir es auch. Hier kannst du schießen, wie du willst. Ich halte das aus. Komm her, du Arsch. Den haben wir. Ach, schade. Und jetzt waren wir tot. Aber der hat jede Menge ausgehalten. Der Rüstungsschnapper. Das gefällt mir ganz gut. Er ist halt sehr, sehr langsam. Das muss man... Der ist echt extremst langsam. Ja. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, irgendwie die neue Sache auf meinem Kanal ist The Secret World. Und das ist ein ziemlich langwieriges Spiel und da muss man sich ein bisschen reinfinden und so. Und deswegen... Ey, warum haben wir den jetzt nicht gekriegt? Ja, der ist viel zu langsam für den Wissenschaftler, der macht das jetzt hier voll platt. Aber ich denke mal, der... Jo, genau. Der Feuerschnapper holt ihn sich dann. Puh, jetzt müssen wir uns ein bisschen heilen. Leider haben wir keine Sonnenblumen großartig hier. Außerdem muss ich auch noch Dragon Age weiterspielen. Das ist auch nicht ganz vom Blatt runter, allerdings macht mir das nicht so viel Spaß momentan. Und deswegen das ist mal so ein bisschen auf Eis. So. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir sind langsamer beim Verbuddeln sogar. So, hier kommt. Ah, ich wollte euch gerade wiederbeleben, Leute. Aber wir haben jetzt hier genauso viel Leben, nachdem wir uns zur Hälfte hochgeheilt haben, wie ein normaler Schnapper. Irgendwie ein bisschen weniger. So, hier. Komm, den kriegen wir. Ah, und der macht auch ordentlich Damage. Aber leider hat es gerade jemand den Kill geklaut. Endgames Let's Play. Muss ich gleich mal gucken, was der so macht. Ich habe in letzter Zeit ganz viel bei The Viking geguckt, Let's Plays von Plants vs. Zombies. Also wenn ihr mal gucken wollt da, The Viking, der macht echt krasse Sachen. Also wirklich extrem krasse Kacke, was Plants vs. Zombies angeht. Der haut da Streaks raus irgendwie, das ist echt nicht mehr normal. 40er, 50er Streaks ohne Probleme. Und ich frage mich da jedes Mal so, what the fuck? Und
Ich habe keine Ahnung, wie der das hinkriegt. Irgendwie, das sieht immer so einfach aus in dem Gameplay, was er da macht. Irgendwie, da steht er da und schießt und macht einen Kill und noch einen Kill und noch einen Kill. Und wenn ich hier irgendwo rumstehe und mache Kills, irgendwie an einer Stelle, der bleibt auch mal an einer Stelle rumstehen. Also, der bewegt sich auch gar nicht so groß, habe ich das Gefühl. Da oben ist ein Camper. Dann passiert da gar nicht so richtig viel. Also, da kümmert sich keiner um den, da schießt den keiner ab und so. Immer wenn ich sowas machen will, dann bin ich ein paar Sekunden später tot. Und, naja, bin ein bisschen neidisch auf den Viking, aber der macht das extrem krass gut. Also, guckt euch den The Viking an, guckt euch die Let's Plays von dem an, die sind echt super gut. Also, ja, jetzt werde ich hier von allem kaputt gemacht. Aber wir machen unsere Kills. The Viking hat übrigens einmal mit einem Schnapper eine richtig krass lange Serie hingelegt. Irgendwie mit dem Vampirschnapper. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Kills, irgendwie 15, 16, 17, 18 Kills. Und ich krieg das beim besten Willen nicht hin. Also mit einem Schnapper so eine hohe Serie zu machen, keine Chance. Also zumindest ich nicht. Ich weiß ja, ich weiß nicht, wie das irgendwie bei euch ist oder so. Aber mit einem Schnapper lange Serien, da muss man schon extrem viel Glück haben. Und das Let's Play, könnt ihr euch das angucken bei ihm, wo er mit dem Schnapper gespielt hat. Das ist so krass irgendwie. Entweder hat er immer so scheiße viel Glück, dass ihn niemand irgendwie trifft und niemand sieht oder sonst irgendwas. Oder der ist einfach nur krass gut. Ich schätze mal zweites. So, hier. Schleim! Stirb! Jawohl. Ah, da hat mir vorher gut Schaden reingedrückt. Ich bräuchte hier so eine Sonnenblume, die mit mir herumläuft. Das wäre cool. Aber welche Pflanze wünscht sich keine Sonnenblume, die mit ihr herumläuft? Sonnenblumen sind immer gern gesehen. Glaube ich. Ja. Kommt da was? Aua, aua. Wo kommt denn das her? Hier laufen sie hinten. Na, hinten ist eigentlich das Backfield ist hier quasi ganz gut geschützt. Ich müsste mal nach da vorne. Mich hier so in die Ecke stellen. Ah, da kommt auch ein Supremo. Ja, und schön in meine Falle hier rein. Komm, ey, hier muss irgendwo. Hier machen wir nochmal so ein Stachelkraut hin. So, wo sind sie denn, die Gegner? Es ist echt scheiße hier gerade. Ich keine Gegner in Sicht, ich bin kacke langsam. Ja, da oben kommt ein Sarg-Zombie. Die campen da wahrscheinlich oben alle auf dem Felsen. Schießen hier irgendwelche Scheiße runter. Wir hier mal eine Heilblume rein. Uns mal ein bisschen hochheilen. Und hier können wir irgendwie ein MG reintun oder sowas. So. Heil mich. Oder bin ich hier? Da ist jemand. Dich habe ich, junger Freund. Und das Fass ist auch hin. Gegen zwei Schnapper hat das Fass nicht so wirklich eine Chance. Da hinten ist ein Sarg. Um den kümmert sich der Chester-Schnapper schon. Nicht gegen uns Schnapper gerade hier. Und darum komme ich natürlich nicht hin. So, kriegen wir noch einen? Wenn wir jetzt erstmal uns in Sicherheit bringen. Ein bisschen hochheilen. Aber es ist ganz schön kompliziert, sich hier in Sicherheit zu. Ich muss schon das Vergraben nutzen, um schnell irgendwie aus der Gefahrenzone rauszukommen. Und da fliegen die Raketen.
Eine Schleimvorlage, also den Sackzombie schnappen wir uns jetzt hier. Oder der sich uns, kann natürlich auch sein. Nee. Da hinten ist noch ein Sackzombie. Es sieht gut aus, sieht gut aus. So, da haben wir noch einen erwischt. Komm, der Sarg. Einen verschlingen, auch wenn das nur wenige Punkte gibt. Ist ja egal. Komm, hier heilen wir uns nochmal hoch, aber die Zombies. Die Zombies hatten es nicht drauf gegen den Rüstungsschnapper und seine Kumpels. Jo. Nette Runde. Aber der ist extrem. Der Rüstungsschnapper. Oh, 12 Kills trotzdem. Ich finde, für meine Verhältnisse ist das gut. Für Viking-Verhältnisse jetzt nicht. Also guck mal bei dem vorbei. Ich verlinke euch den auch unten mal in den Comments, den The Viking. Machen wir so ein Super-Duper-Pack auf. Ein paar Sterne-Überspringer, ein Unheilspilz, ein paar Braumantels und eine Heilblümchen. Mit Löft. Und noch hier so ein Pack. Ja, nix Dolles. Aber erwarte ich auch gar nicht bei den kleinen Packs. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der kurzen Runde. Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss.